Hi, ich bin Löschmann, Mitbegründer von Gitter Masterplan. Ich bin hier gerade in Düsseldorf unterwegs, hier an der, am Rheinufer, an der Rheinpromenade und habe gerade noch etwas Zeit, ein paar Minuten, dachte mir, nutze ich die Zeit, um noch ein kurzes Video zu drehen. Ich hoffe, vom Sound her geht's so und man hört den Wind nicht allzu sehr. Und zwar geht's um einen Kommentar von Fridolin. Ich blende den auch hier mal noch im Video ein. Und zwar war das auf ein Video, wo es unter anderem darum ging, dass man weitermachen soll, man sich nicht von Niederlagen so schnell entmutigen lassen soll. Und er hat auf jeden Fall uns dann geschrieben, dass er schon seit einigen Monaten das Intro von, ich glaube, Sweet Child O' Mine, so umlernt. Und es klappt nicht so ganz, aber er lernt schon seit einigen Monaten das Ganze, übt es und bleibt einfach dran, irgendwann klappt es. Und das ist soweit auch ganz gut. Und was mir da jetzt nur eingefallen ist, ich habe als erstes daran gedacht, zum einen finde ich es gut, dass er dran bleibt. Zum anderen, das ist übrigens nichts gegen dich, weil das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ob es jetzt für dich zutrifft. Also ne, keine Wertung, ich finde das mega cool von dir. Aber was mir dazu eingefallen ist, was man immer wieder bedenken sollte, ist, und zwar, wenn du immer das Gleiche tust, ja, oder immer dasselbe tust, dann wirst du auch immer dieselben Resultate erreichen. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt es sich, jetzt kommt hier gerade das Partywort, ich hoffe, man kann mich trotzdem noch hören, ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt es sich, Moment, ich unterbreche gerade das Video, das geht gerade so nicht. So, kurzes Video unterbrochen, das war mir gerade etwas zu viel Partywort und Schlager ist auch gerade nicht so meins. Also worauf ich hinaus wollte, ist folgendes, und zwar solltest du, wenn du jetzt gerade, du sagst, jetzt du bist seit Monaten schon immer an was dran, solltest du natürlich auch mal überdenken und genau analysieren, was du eigentlich tust und was eigentlich auch der Fehler von ihm ist, beziehungsweise im Allgemeinen daran denken, hey, renne ich vielleicht immer wieder gegen dieselbe Wand und mache exakt immer das Gleiche und deswegen bekomme ich auch immer dieselben Resultate, die in dem Fall sind, dass ich zum Beispiel irgendetwas nicht spielen kann. Wie gesagt, Fridolin ist jetzt nicht für an dich, ja, kann sein, dass bei dir alles cool ist und du einfach mal etwas Übung benötigst. Ist mir im Wiese einfach nur der Gedanke gekommen, einfach nur als quasi Tipp an dieser Stelle. Bedenke, wenn du seit längerem schon an irgendwas dran bist, analysiere mal genau, was du machst, ob du nicht vielleicht immer wieder auch denselben Fehler übst. Weil wenn du immer wieder denselben Fehler übst, ja, dann übst du im Endeffekt nur den Fehler und nicht eigentlich das, was du wirklich üben möchtest, nämlich dass du zum Beispiel irgendwas spielen kannst. Und so wirst du ja einfach nur besser darin, diese Fehler zu machen. Und das ist ja quasi eine Sackgasse. Du rennst immer wieder in dieselbe Wand herein. Ja. Deswegen bedenke, wenn du immer wieder dasselbe tust, dann wirst du auch immer dieselben Resultate bekommen. Und wenn du bisher immer wiederum fehlerhaft spielst, dann wirst du auch weiter fehlerhaft spielen. Ja? Deswegen analysiere dein Spiel und schau auch genau auf dein Spiel, was du tust. Isoliere die Fehler und schau ganz genau nach, was kannst du verbessern, beziehungsweise was musst du verbessern, um zum Beispiel eben dieses Riff, diesen Song oder was auch immer zu spielen. Okay? Das mal heute hier so als kleiner Tipp bei diesem geilen Wetter hier in Düsseldorf am Rhein. Und übrigens, wenn du E-Gitarren-Anfänger bist, dann schau auch mal unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link für unsere kostenlose Trainings-Videoserie. Da gibt es 10 Videos speziell für E-Gitarren-Anfänger, wie du deine ersten Songs lernst, Improvisation, ersten Akkorde, Melodien, Skalen und so weiter und so fort. Ist eine richtig coole Sache, ist alles kostenlos. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Und dann würde es uns auch mega freuen, wenn dir die Lektion gefällt, dass du einen Daumen nach oben gibst, dass du unseren Kanal abonnierst und lass uns unten mal einen Kommentar da, und zwar auf die Frage, was sind gerade so die Schwachstellen in deinem Gitarrenspiel, beziehungsweise was hast du für Herausforderungen? Also wo beißt du dir gerade vielleicht die Zähne aus, wo brauchst du Hilfe? Da können wir nämlich gerne eine Lektion machen. Lass uns das mal wissen, was momentan deine größte Herausforderung beim E-Gitarre-Spielen ist. Das würde uns an dieser Stelle mal interessieren und dann wünschen wir dir noch mehr viel Spaß beim E-Gitarre-Lernen und sehen uns in der nächsten Lektion. Bis dahin, rock on! Yeah.